was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Wir haben heute was vor, was ich schon angekündigt habe. Ich weiß nicht, wer von euch das Video gesehen hat, in dem ich Thick Water getestet habe. Kurze Zusammenfassung, also das ist so ein Wasser oder so ein Mittel, das kannst du in verschiedene Flüssigkeiten geben. Und das trägt halt dazu bei, dass die Flüssigkeit so verdichtet oder verdickt. Und dann hat man so schleimiges, glibberiges Wasser, was man aber tatsächlich trinken kann. Und das wird angewendet, weil manche Menschen, vor allem habe ich gemerkt, sehr, sehr viele Altenpfleger haben unter das Video geschrieben, das wird in der Altenpflege sehr oft eingesetzt. Ich will damit natürlich, ich will mich darüber nicht lustig machen oder sowas, also das war auf keinen Fall so gemeint. Ich will es halt nur mal probieren. Und ja, ich habe ja schon gesagt, wir testen das auch mal mit Cola, Fanta und Milch. Das geht halt auch, denke ich mal. Ich bin echt mal gespannt. Also wir haben gleich hier so glibberige Cola, die man trinken kann. Ich habe extra hier 3 Weingläser geholt, damit man das Ganze besser sehen kann. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange. Fangen direkt mal an. Ich bin echt gespannt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Milch, oder? Habe ich gerade frisch gekauft. Schütten wir die mal ein. So. Ah, das reicht auch schon. Wir wollen gar nicht zu viel verschwenden dafür. Und jetzt greife ich hier wieder zu dem guten alten Thicken Up Instant Pulver zur Andickung von Flüssigkeiten und pürierten Speisen. Da freue ich mich doch drauf. Ach so, ich habe auch sehr, sehr oft gelesen, Leute haben geschrieben, Alex, kannst du nicht mal sagen, wie das schmeckt? Und irgendwie habe ich mich da so ein bisschen, so ein bisschen missverstanden gefühlt, weil das ist halt geschmacksneutral, es schmeckt nach absolut gar nicht. Nur halt die Konsistenz ist ein bisschen eklig. Also Milch ist ja sowieso schon ein bisschen dickflüssiger, deswegen kann ich jetzt gar nicht... Ja doch, es ist schon sehr glibberig geworden. Also wir haben jetzt hier irgendwie so Milchbrei. So sieht es aus. Hier kann man das jetzt, glaube ich, ganz gut sehen, dass es wirklich sehr, sehr dickflüssig geworden ist. Dann probieren wir das doch einfach mal. Ich habe gerade gefrühstückt, Milch zum Frühstück. Das wird immer fester. Das sieht mittlerweile schon so aus wie Eis, oder? Leute, guckt mal hier rein. Naja, mal schauen, ob ich ab jetzt immer Thicken Up Milch zu meinem Kaffee trinke oder in meinen Kaffee schütte. Let's go, Alter. Boah. Ach du Scheiße. Das ist wirklich, das geht gar nicht klar. Boah, ist das... Von der Konsistenz ist es, glaube ich, ein bisschen so wie Pudding, der viel zu lange schon da rumsteht. Nur es schmeckt halt nach nichts, ne? Also da lasse ich die Finger von, das ist nichts für mich. Schieben wir das mal zur Seite. Okay, Leute, machen wir weiter mit der Fanta und der Cola. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal gleichzeitig. Schütte ich mal hier rein, ungefähr wieder genauso viel. Und dann auch hier die Cola. Hier bin ich jetzt mal gespannt, weil wir haben ja Kohlensäure. Das hatte ich sonst noch nie. Mal schauen, oder? So. Guck mal, das reagiert halt direkt, ne? Ich glaube, oder? Ja, das war's jetzt auch schon. Es schäumt sich halt so ein bisschen auf. Interessant. Sieht jetzt hier am Rand aus wie so Wassereis, ne? Guck mal. Alter, guck mal, hier entsteht so übelst der Berg. Das wäre doch ein gutes Experiment für einen Chemieunterricht, oder? Mal gucken, was jetzt mit der Fanta passiert. Wir machen hier einfach mal ein kurzes Zeitraffer. Oh, das war's. Die Cola ist zusammengebrochen. Wahrscheinlich passiert jetzt gleich das gleiche mit der Fanta. Das ist wie, als wenn jemand so atmen würde. Es geht immer so hoch und dann fällt es wieder runter. Bruh. Okay, Leute, belassen wir es mal dabei. Also ich glaube... Viel mehr passiert hier jetzt auch nicht. Das puckert halt die ganze Zeit so. Ich kann einmal noch hier so ein bisschen bewegen. Es sieht aber, finde ich, schon sehr, sehr interessant aus. Das muss man sagen. Aber viel interessanter ist jetzt natürlich, wie schmeckt das? Ich würde sagen, wir rühren noch einmal schön um, damit sich das alles gut verteilt. Fangen wir mal hier an. Ey, es ist halt wirklich wie so Slush-Eis, ne? Guck mal, das sieht eigentlich genauso aus. Nur halt in warm. Ey, ich bin super gespannt. Ich fange mit der Fanta an. Probieren wir mal. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall nicht lecker, aber es ist auch nicht eklig. Das Problem ist, man schmeckt doch so ein bisschen jetzt dieses Pulver daraus, aber ich kann nicht beschreiben, wonach es schmeckt. Es schmeckt halt einfach nicht gut. Also empfehlen kann ich das definitiv nicht. Jetzt probieren wir mal hier die Cola. Vielleicht ist es da ja anders. Nee,
Auch hier muss ich sagen, alles andere als lecker. Ich weiß nicht, also da hat mir die Fanta auf jeden Fall von allen Sachen am besten geschmeckt. Dann kam die Cola, dann kam die Milch. Die Milch war wirklich total eklig. Also es ist schon wirklich nicht lecker. Naja Leute, ich habe es probiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert super gerne den Kanal. Lasst einen nach oben da. Wir sehen uns hier jetzt immer von Montag bis Freitag. Immer um 17 Uhr wieder. Jeden Tag unter der Woche. Ich würde sagen, das war's von mir. Und ja, haut rein. Ciao.